Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Mass Effect mit Guentus. Ein Let's Play, das ich gerade bitter nötig habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Dazu sage ich gleich noch was, bevor wir hier die ganze Zeit rumstehen. Ich wollte ja noch mit ein paar Leuten hier reden. Und ich spreche die mal an und dann spreche ich weiter. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Ach ja, die haben gar nicht so viel zu sagen. Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber sie werden es überstehen. Vielen Dank. Ja, haben wir gerne gemacht. Das ist auch nur ein Flüchtling, alles Statisten. Hat Gavin Hossel irgendwas zu sagen? Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Das haben wir doch schon längst. Wir haben dir die Daten schon gegeben. Ich habe die Daten gefunden und auf die USD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Ja, extra Loot. Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Ja gut, kein Thema. So, mein kleiner Mitarbeiter hier findet wieder, dass es nötig ist, mich mal ein bisschen durchzukuscheln. Das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Ich wohne hier mit zwei Katzen zusammen. Und die... Ja, ich rede nochmal ganz kurz mit denen. Ich habe dagegen angekämpft, aber alle eigenen Gedanken waren so... Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Mal gucken, ob die noch was zu sagen hat. Nee. Das haben wir alles schon mit ihr geklärt, als wir sie gesehen haben. Leben Sie wohl, Chiala. Verabschieden wir uns. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Ja, also hier gibt es scheinbar auf dem Planeten nichts mehr für uns zu tun. Den haben wir abgehakt. Außer vielleicht, dass wir jetzt nochmal mit dem Händler hier sprechen und uns eine Lizenz kaufen, wenn er eine für uns hat. Dass ich jemals so froh sein würde, jemanden vom Militär zu sehen. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Aber unter dem Einfluss des Turianers hatte ich keine Macht über meine Gedanken. Was haben Lassen Sie mich bitte Ihr Angebot sehen. Natürlich. Kehren Sie gerne zurück. Vielleicht kann ich dann mehr anbieten. Ja, einzigartiger Gegenstand. Die wollten wir auch haben. Oh, die ist aber schon wieder ein bisschen exklusiver im Preis, ne? Die kostet keine 100 Credits mehr. Ach, was soll's. Wir kaufen die. Dann können wir alles kaufen. Ja. Ich denke mal, Geld wird später nicht mehr so das Problem sein. Seien Sie gegrüßt. Was kann ich für Sie tun? Ich frage ihn nochmal, was er für Pläne hat. Was werden Sie jetzt nach den Kämpfen machen? Vielleicht bleibe ich und versuche, meine Verluste zu kompensieren. Ich könnte schon in wenigen Wochen neue Waren empfangen. Vielleicht wird diese Kolonie doch überleben. Ja, dank uns. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, damit haben wir es. Immer noch nicht ganz entschuldigt. Danke für alles, was Sie getan haben. Vielleicht haben wir hier drüben... Hier haben wir noch ein paar Verletzte. Aber das sind nur Kolonisten. Die haben... Danke, Commander. Es tut gut, wieder frei denken zu können. Ja. Ein Terminal mit einer leichten Dechiffrierung. Das übernehmen wir doch jetzt mal glatt. Kommt, lass mich hier irgendwie durch. Ja gut. Frachtloks. Bei der Dechiffrierung dieser Loks haben sie etwas Verdächtiges gefunden. Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden von einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster geliefert. Zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster. Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazon-System geliefert worden. Ja, haben wir uns eine kleine Nebenmission geholt. Die Kolonisten haben alle nicht wirklich viel zu sagen. Und hier drüben gab es noch ein Kommunikationsterminal irgendwo. Das werde ich nochmal auswählen. Und die beiden haben vielleicht auch noch was zu sagen. Ihr scheint es ja jetzt auch besser zu gehen. Endlich bin ich frei. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Ja, ist nichts Wichtiges. Ian Newstead ich bin frei. Hat auch nichts zu sagen. Endlich bin ich frei! Ja, dieses Teil kann man gar nicht mehr benutzen. Ja, auf diesem Planet sind wir fertig. Wie der Oberbösewicht in... Riddick, Chroniken eines Kriegers schon zu sagen pflegte. Mit diesem Planeten sind wir fertig. Endlich ist das verdammte Ding nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann wieder schmerzfrei denken.
Und mit den Energiezellen, die Sie mitgebracht haben, kann ich hier wieder alles zum Laufen bringen. Danke, Commander. Doch, dafür haben wir jetzt ein extra Video bekommen. Es wird einige Zeit brauchen, bis alles hier wieder normal läuft. Danke, dass Sie uns befreit haben. Ja, alles gut. Also, hier hat keiner mehr was Wichtiges zu sagen, keiner hat mehr irgendwas großartig zu geben oder sonst was. Wir können wieder abheben und jetzt kann ich euch mal sagen, warum ich dieses Let's Play so dringend brauchte. Ich habe nämlich gerade die halbe Nacht, oder besser gesagt, die ganze Nacht, bei mir ist es jetzt 5.48 Uhr, damit verbracht, mich in ein neues Aufnahmesystem für die Let's Plays reinlernen zu wollen. Nämlich Outer City aktuell. Für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit Let's Plays gemacht haben, ist das vielleicht interessant. Ich nehme aktuell mit Fraps auf und nehme damit auch meine Tonspur auf. Für alle Leute, die noch keine Erfahrung mit selber Let's Plays gemacht haben, die werden diese technischen Details nicht so sehr interessieren. Aber im Großen und Ganzen wollte ich jetzt eigentlich mal... Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ja, runter von dem schmutzigen Planeten. Alles in Ordnung, Commander? Sie sehen etwas bleich aus. Diese verdammte Dechiffrierung! Dieser Asari hat sie in die Mangel genommen. Und wofür? Wir wissen immer noch nicht, wo die verdammte Röhre ist. Reine Zeitverschwendung. Es braucht Zeit. Keine Zeitverschwendung. Sinnlos. Es braucht Zeit. Sie sagte, dass es etwas dauern könnte. Die Dechiffrierung war richtig. Dadurch werden wir die Röhre finden. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir haben noch eine andere Spur, Commander. Diese Asari-Wissenschaftlerin im Artemis-Tau-Cluster. Die Tochter der Matriarchin. Sie ist Expertin für Proteaner. Vielleicht weiß sie etwas. Sie haben recht, vielleicht. Wir werden sie finden. Sie haben recht. Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Alle wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, bitte, nein, doch. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exogeny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass Sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Es ist besser so, auf keinen Fall. Hallo, wach mal auf. Geht doch gar nicht. Also, es ist besser so. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Hallo, wir helfen allen. Nicht um jeden Preis. Wir legen einfach auf. Normalerweise, wenn mich jemand beleidigt, handle ich auch immer so und lege einfach auf, weil auf dem Niveau muss man sich nicht unterhalten. Aber wir haben ja noch zwei andere in der Leitung und denen gegenüber wollen wir nicht so unhöflich sein. Also, wir helfen allen. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Ja. Wir haben wieder vorbildlich Punkte kassiert. Und was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt, wie im letzten Video erwähnt, so ein bisschen... Oh, wir sind ja hier schon bei unserer Karte. Die werde ich auf jeden Fall jetzt gleich untersuchen. Vielleicht hat Navigator Presley nochmal was zu sagen. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Sie sind auf unserer Seite. Zweifelst du etwa meine Entscheidung an und wir können was untersuchen. Wir nehmen erstmal unsere Teammitglieder in Schutz. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Okay, also er widerspricht uns weiterhin. Also zweifelst du etwa unsere Entscheidung an? Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Ja, damit ist das erledigt. Wir können nochmal die Außerirdischen an Bord ansprechen, aber ich denke mal, dann wird einfach bloß dieser Loop wiederholt, also der Gesprächsloop, den wir eben hatten. Wir stellen erstmal eine persönliche Frage, das haben wir ganz viel früher schon mal gemacht. Mal gucken, ob er wieder das Gleiche erzählt. Wie sind Sie zu Ihrem Einsatz auf der Normandy gekommen? Ich habe mich gleich nach dem Studium um eine Stelle als Navigator bei der Allianz beworben. Genau wie mein Großvater, das liegt wohl in der Familie.
Meine erste Station war auf der Agincourt. Wir waren während des Skylianischen Angriffs auf Elysium. Die Kolonie wurde von einer riesigen Flotte Raumpiraten angegriffen. Sie waren zwar in der Überzahl, aber ihre Schiffe hatten keine Chance gegen eine Fregatte der Allianz. Es war ein einziges Blutbad. Sie verloren so viele Schiffe, dass wir sie nicht einmal zählen konnten. Was machen Sie dann hier? Wie sind Sie auf die Normandy gekommen? Nach Elysium bekam ich meine Beförderung zum Officer. Ich scheine auf die richtigen Leute Eindruck gemacht zu haben. Als der Captain die Crew zusammenstellte, hat er nach mir verlangt. Ja, er hat jetzt wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Oh, wir haben sogar Abtrünnigpunkte bekommen, weil wir ihn ein bisschen zusammengeschissen haben. Also wirklich, das finde ich jetzt nicht so nett. Aber gut. Öffnen wir mal die Raumkarte. Ja, Pharos, da sind wir fertig. Wir schauen uns mal Sharing an. Das ist der nächste Planet neben Pharos, allerdings ein bisschen weiter außen. Der wird ein bisschen kühler sein. Und dann haben wir noch Südtau, der wird ein bisschen wärmer sein. Gucken wir uns mal hier Sharing an. Ja, können wir erkunden. Sharing ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Die Atmosphäre enthält Spuren von Ammoniak, Methan und eine überraschend große Menge Wasserdampf, die die Atmosphäre braun, blau und weiß schillern lässt. Zwei der ungefähr 60 Mondes Sharings haben einen Durchmesser von mehr als 3000 Kilometern. Auf beiden lassen sich Zeichen proteanischer Bevölkerung finden. Auf Sharing könnte Helium-3 abgebaut worden sein. Das hier werde ich jetzt nicht vorlesen. Wir erkunden das mal. Proteanische Datendisk gefunden. Beim Scannen des Planeten Sharing haben sie seltsame Signale festgestellt. Techniker Adams konnte die Quelle orten und ein seltsames Objekt ausfindig machen. Tali und Adams haben es an Bord gebracht und in stundenlanger Arbeit demontiert. Den Einsatzzweck des Objekts konnten sie zwar nicht bestimmen, aber sie fanden heraus, dass es proteanischer Natur war und eine Datendisk enthielt. Ja, guck mal. So viel müssen wir hier gar nicht machen. Wir mussten nicht mehr landen, wir haben einfach bloß was geklickt und was gefunden. Das war doch sehr cool. Schauen wir uns das nochmal an. Hier können wir nicht mal irgendwie was erkunden. Südtau ist von einer extrem dichten Atmosphäre umhüllt, die hauptsächlich aus Kohlendioxid und Schwefelsäuren besteht. Die Oberfläche besteht aus geologisch betrachtet jüngerem vulkanischen Basalt und Rhyolithenebenen mit hohen Konzentrationen an Kohlenstoff und radioaktiven Stoffen. Südtau wird erschüttert von heftigen Vulkanaktivitäten. Ein Dutzend Supervulkane mit Durchmesser von 50 bis 120 Kilometern bricht tagtäglich auf dem Planeten aus. Südtaus Reichtum an Kohlenstoff und die vulkanischen Aktivitäten sind die Ursachen für extrem wertvolle, aber nur unter großen Risiken abzubauende Diamantvorkommen. Ja. Ich werde jetzt nicht jeden Planeten vorlesen, aber ich wollte mal deutlich machen, oder diese beiden wollte ich jetzt gerne mal vorlesen, weil sie sich wirklich viel Mühe gegeben haben und ich das eigentlich immer super interessant finde, solche Sachen so ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Eigentlich habe ich ja richtig Lust, das alles vorzulesen, weil ich das auch immer sehr schön finde. Ich bin ein hobbymäßig großer Freund der Astrophysik und so weiter und so fort, und das ist ja wirklich, das lässt dann mein Herz höher schlagen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Oh, hier können wir was erkunden. Ja, ich mache es einfach so, ich werde die Planeten anklicken und wenn ihr Bock habt, mehr über die Planeten zu erfahren, dann werdet ihr einfach das Video an der Stelle stoppen, könnt euch den Text selber durchlesen. Ich werde das in den nächsten Videos wahrscheinlich auch selber so machen. Aber für die Leute, die jetzt kein Interesse an Astrophysik teilen, mit denen, die das tun und mit mir, die brauchen sich das alles dann nicht extra noch anhören. Wir machen dann mit dem Spiel weiter. Hier erkunde ich einfach mal. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Mittels Orbitscans des Planeten Quana haben sie Vorkommen von Kobalt entdeckt. Das ist doch cool. Ja,
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Planeten so ein bisschen zu untersuchen. Mit Pharos sind wir fertig. Gucken wir mal, was es bei Herkules so gibt. Ja, wir wollen in ein anderes System reisen. Hier haben wir wieder das Video, wie wir ablegen. Ja, wie gesagt, ich wollte noch zu Ende erzählen, ich nehme die Preps auf und das Problem ist hierbei, dass meine Audiospur direkt... Neuer Nachrichteneingang, stelle durch! Oh. Normandy, hier ist das Allianzkommando. Wir haben Ihre Präsenz im Attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über Geth-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Sie müssen landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die Geth sie finden. Ja, ich habe es nicht 100% verstanden, wo wir hin müssen. Ja, hier gibt es nichts weiter. Das können wir erkunden. Machen wir das doch mal. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Syedet haben sie ein großes Trümmerfeld mit geosynchronen Orbit gefunden. Bei mehreren aufwendigen Bergungsmanövern fand Techniker Adams einige interessante Objekte, darunter auch ein Medaillon des Salarianerordens. Okay. So, raus. Ich komme hier gar nicht dazu, das zu erzählen, was ich erzählen wollte. Hier können wir landen. Das mache ich gleich. Und wir haben Giftgefahr der Stufe 1. Das werde ich dann gleich noch vorlesen. Also ich werde so machen, die Planeten, auf denen wir landen können, die werde ich auch vorlesen. Und die anderen könnt ihr dann, wie gesagt, selber kurz stoppen und durchlesen, falls es euch interessiert. Schwermetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein großes Vorkommen von Gold auf dem nahegelegenen Mond entdeckt. Das ist doch klasse. Gold können wir immer gebrauchen. Hier werde ich vorlesen, was es zu sagen gibt oder wie dieser Planet aufgebaut ist. Eletania heißt dieser Planet. Warnung, Giftgefahr Stufe 1. Eletania scheint eine für die Besiedlung besonders geeignete Welt zu sein, aber leider täuschte der erste Eindruck. Die Oberfläche des Planeten ist mit einer dicken Schicht Moose, Algen und Flechten bedeckt und die Atmosphäre ist sauerstoffreich. Aber die dominante Lebensform sind mikroskopische, kleine, symbiotische Zelltierchen. Sie lassen sich nicht aus der Luft filtern und sie sind lebensnotwendig für die einheimische Flora. Leider verursachen sie einen anaphylaktischen Schock, wenn sie von nicht einheimischen Lebensformen eingeatmet werden. Das ist ein bisschen schwierig hier zu lesen wegen diesem Hintergrund für mich. Das heißt, dass Siedler auf dieser Welt nur in luftdicht versiegelten Räumen und Anzügen überleben können und das ganze Ökosystem ausgetauscht werden müsste. Es gibt dennoch Pläne für eine begrenzte Kolonialisierung oberhalb des Lebensbereichs der Zelltierchen und in Gegenden, wo der Wind die Luft reinigt. Ja. Landen wir mal. Ich komme leider nicht dazu zu erzählen. Wir bleiben bei unserem altbewährten Spot. Das finde ich ganz cool. Wir können dann Sachen dechiffrieren und haben eine gewisse Stärke im Kampf. Also geht's los. Wir landen mit unserem Panzer. Den wir mittlerweile sogar ein bisschen reparieren können. Ach ja. Erfolg. Wir sind gelandet. Fahren Stufe 1. Ja, heizen wir ein bisschen durch die Gegend. Macht ja auch mal Spaß. Was ich euch sagen wollte, vielleicht komme ich hier jetzt endlich mal dazu.
Ich nehme über Fraps auf und das hat den Nachteil, dass ich die Tonspur direkt im Video habe von dem, was ich hier so spreche. Das heißt, ich kann die nicht im Nachhinein nochmal groß bearbeiten. Ich fahre mal da drüben hin, dort haben wir das auf der Karte. Und deshalb ist es auch immer mal ein bisschen zu leise, wenn ich rede, während ich zum Beispiel ein Feuergefecht habe oder irgendwas anderes tue. Deshalb wollte ich mich jetzt heute mal in Audacity reinarbeiten. Das ist ein Aufnahmeprogramm, mit dem ich ein abgestürztes Auto. Steigen wir mal aus. Wir müssen Helme tragen. Was liegt denn hier rum? Was ist denn das? So eine Art Affe. Wir untersuchen die abgestürzte Sonde. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Eine affenähnliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davongemacht zu haben. Also gehen wir auf Affenjagd. Oh, das wird lustig. Das sehe ich auch so. Ja, 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 steigen wir ein und jagen den Affen. Gut, dort hinten scheint es auch schon das nächste zu geben, was für uns relevant ist. Ja, ich habe versucht, mich ein bisschen in Audacity reinzuarbeiten. Damit hätte ich die Tonspur dann nochmal separat aufnehmen können, aber das war heute ein bisschen frustrierend, weil ich mit Rauschunterdrückung und diversen anderen Kram so meine Probleme hatte. Aber das ist nicht schlimm. Ich nehme aktuell wieder über Fraps auf, werde ich vielleicht auch in Zukunft zu machen, weil ich festgestellt habe... Oh, ein Goldvorkommen. Steigen wir mal aus. Oh, wieder ein Minispiel. Schwermetallvorkommen entdeckt. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Super. Das gibt uns eine Menge Geld. Ja, wie drehe ich jetzt hier am besten die Kiste wieder um? Am besten so. Ja, ja, ja. Auf zur fröhlichen Affenjagd. Nee, also ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch eher bei Fraps bleiben. Ich möchte gerne die Videoqualität schon steigern. Ich werde auf jeden Fall noch weiter rumexperimentieren. Aber heute hat es mir erstmal gereicht und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt erstmal Bock wieder ein bisschen zu zocken. Damit ich eigentlich auch sehe, warum ich hier die ganze Zeit versuche, mich da reinzulernen. Oh, Affen. Können wir mit denen reden? Ich steig mal aus und versuch mal. Der Affe hat nichts. Ja, wir müssen jetzt jeden Affen einzeln überprüfen. Und ich nehme mal an, wenn wir denjenigen gefunden haben, der die Datendisk hat, dann werden die nicht so begeistert sein, dass wir ihm das wegnehmen. Hallo? Keiner von diesen Affen hat irgendwas. Ich bin niemand, der auf wehrlose Tiere schießt, deshalb schieße ich jetzt auch nicht auf diese Affen, falls euch das wundert. Halte ich für unnötig. Ja. Wurde als wichtiger Bereich markiert, aber... Ja, schön, dann ist es ja eine friedliche Affenjagd, in der wir keinem Affen etwas zuleide tun. Wir müssen trotzdem rausfinden, wer die Kokosnuss geklaut hat. So dass die ganze Affenbande brüllt. Das ist eigentlich ganz nett, wir haben ja immer so kleine Minispiele in dem großen Spiel. Das macht schon Spaß. Ich wünschte bloß, ich hätte hier so einen kleinen Booster, womit ich mit dem Panzer mal so ein bisschen schneller fahren könnte. Denn der hatte hier hinten eigentlich auch so zwei Triebwerke, wie ich das sehe. Aber ich kann nur nach oben abhängen. So, was wollte ich sagen? Ich werde auf jeden Fall daran arbeiten, in Zukunft die Tonqualität noch ein bisschen zu verbessern und auch im Feuergefechten besser zu hören sein. Aber heute
hat es mir einfach gereicht und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch eine Folge mit Fraps. Und ich finde, die Soundqualität ist auch gar nicht so schlecht bei Fraps. Also ich habe auch ein sehr gutes Mikrofon. Ich habe so ein Großmembran-Mikrofon. Habe ich mir extra für mein neues Hobby Let's Plays angeschafft. Damit ihr mich auch gut verstehen könnt. Aber heute waren meine Nerven dann doch am Ende mit dem ganzen Technikplan. Denn wenn ich mich mal in sowas reinfuchse, dann habe ich auch Bock darauf, dass das alles richtig funktioniert. Und dass es eben gleich so umgesetzt wird, wie es gedacht ist. Ja, wir haben hier sonst nichts. Hm? Hinten ist ein Canyon. Also ich muss schon sagen, das sieht doch alles wirklich schick aus. Da hinten haben wir was. Guck mal. Ich baller mal hier hoch, wenn es geht. Na komm, das schaffst du. Ja, voll. Also dieser Marco ist wirklich gut geeignet. Er ist für jede Art von Gelände tauglich. Ich habe bloß keine Ahnung, wo wir hier halt noch sind. Oder beziehungsweise was das hier eigentlich ist. Na guck mal. Steigen wir nochmal aus, dann gucken wir uns das an. Noch eine abgestürzte Sonde. Haha, unsere Elektronikfertigkeit ist zu gering, das glaube ich ja jetzt nicht. Aber wir haben ein bisschen was zu vergeben, vielleicht reicht es ja, wenn wir das hier mal aufstocken. Ja, meisterhafter Overkill, Salvenlänge und Präzisionsverlust werden noch weiter erhöht. Ja, Präzisionsgewehr könnten wir machen. Wir haben jetzt eigentlich wirklich viele wichtige Sachen schon fertig. Machen wir doch den Waffenschaden? Nee. Machen wir Kampfpanzerung. Die schwere Panzerung können wir jetzt endlich freischalten. Dann können wir uns ein bisschen verbessern. Ashley Williams bekommt noch 2 Punkte. Geben wir ihr die auf die Kampfpanzerung. Meisterhafter Schildboost, noch größere Teile des Schildes werden wiederhergestellt. Gut, vielleicht hat es schon gereicht. Versuchen wir das mal. Nein, hat nicht gereicht. Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich die Chiffrieren ganz hoch gebracht. Und die Elektronik versagt. Wir sind auch gleich schon wieder am Ende der Folge, aber wir untersuchen erst nochmal die Affenhorde dort unten. Einfach weil das lustig ist. Wir können keinen Schaden nehmen, wenn wir tief fallen. Mit dem Marco. So lernen wir das Spiel auch noch ein bisschen mehr kennen. Untersuchen wir den Affen. Der Affe hat nichts, dieser Affe hat auch nichts. Nichts, nichts, nichts. So, was hast du? Haben wir alle? Nee. Lange nicht. Haben wir jetzt alle? Sieht so aus, ne? Ja, lauter kleine Mini-Quests. Gut. Das war die zweite Affenhorde. Ich denke mal, mehr als 3 wird es nicht geben. Das suchen wir noch ein bisschen. Das Erlebnis hier auf diesem Planeten, also so hier rumballern und ein bisschen was suchen, erinnert mich doch so ein bisschen an das Spiel Shadow of the Colossus für die PlayStation 2. Die PlayStation 2 war das genau. Was haben wir denn da? Hier. Haben die schon angefangen, hier was zu bauen? Steigen wir mal aus. Haben wir noch eine Affenbande? Na komm her.
Ja, ein großes Problem, was ich übrigens auch mit dem externen, mit der externen Soundaufnahme hatte, war, dass die so hochsensibel war, dass man wirklich jede Taste und jedes Klicken gehört hat. Und das war dann wieder nicht so schön. Wir haben hier so eine Art Raumstation, die betreten wir mal. Sieht aus wie so eine riesige Spinne. Auch lustig. Eine Mine. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Nein, ich will aber nicht mit dir reden, ich will die Mine betreten. Eieiei, guck dir das mal an. So, wir machen im nächsten Video weiter. Und erforschen die Mine. Ob wir Zwerge finden? Es wird sich herausstellen. Bis dahin, ihr Lieben.